Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu der Zeit, mal wieder mit Ambien. Und ich denke mal, Ambien wird auch in den Pre-Launcher kommen. Wir sind da noch ein bisschen am Entscheiden. Und was das Ambien-Update so beinhaltet, zeige ich euch gleich. Was ihr gerade schon erstmal gesehen habt, vielleicht, also keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht, da werden wahrscheinlich wohl kaum so viele drauf achten. Aber jetzt funktioniert Auto-Armor während, nicht, auch wenn man nicht ins Inventar guckt. Man muss einfach nur dafür stillstehen, weil Gomma hat ja, beziehungsweise AC hat ja einen Fix für Inventory Move und deshalb kann man sich ja nicht bewegen und währenddessen Items so anziehen oder in seinem Inventar überhaupt rummoven. Aber abgesehen davon kann man dann halt jetzt einfach Auto mal guckt, ich habe jetzt eine Eisenhose und das wechselt das jetzt aus, wenn ich einfach stillstehe. Ist ziemlich praktisch, ist ein Klick weniger und man muss jetzt halt einfach, anstatt kurz einmal in sein Inventar zu gucken, kurz stillstehen und ja, dann hat man halt seine Sachen an. Ist ziemlich nice, ich finde es ziemlich praktisch. Vor allen Dingen erinnert es mich halt dadurch immer mehr so ein bisschen an NCP. Da Brustplatte habe ich auch direkt wieder an. Ich will aber mein Eisenschwert eigentlich gar nicht wegschmeißen. Was ist das jetzt denn bitte? Da, wunderschön. Oh, nein. Oh, Eisenrüstung. Ganz schwer, vor allen Dingen auch noch zwei. Mit einem Eisenschwert kann einem wirklich niemand mehr töten, das ist lächerlich. Und wir sehen uns dann gleich einmal in Bed Wars, wo ich euch den neuen Scaffold Walk wieder zeige. Wir spielen einfach mal wieder auf der Map Kingdom, weil, keine Ahnung, gefiel mir eigentlich damals ganz gut, wo man noch fliegen konnte. Das kann man zwar natürlich jetzt nicht mehr. Außerdem hat er auch noch Inventory Tweak geaddet, was meiner Meinung nach, wie er es gelöst hat, ein bisschen schlecht ist. Es ist genauso wie in Icarus damals, sprich, keine Ahnung, es ersetzt halt dauerhaft, wenn man gar nichts in der Hand hat, das mit Blöcken, beziehungsweise denke ich mal mit dem anderen Item dann. Aber ich finde es, wie gesagt, ein bisschen unnötig. Ist nur praktisch zum Bauen, also von daher soll es mich auch nicht wirklich jucken. Es funktioniert ja trotzdem nur alles, nur ich finde es halt schlecht gelöst. Würde man wirklich so diesen alten Inventory Tweaks Mod komplett in den Client einbauen, das wäre mal was. Das wäre wirklich pornös. Ich glaube, das geht aber wahrscheinlich nicht mal richtig wegen AAC. Das ist halt traurig. Also Inventory Tweaks war wirklich ein Mod, wo ich gesagt habe, den hätte eigentlich jeder legit damals benutzen sollen. Aber keine Ahnung, ich glaube, würde Gomme wahrscheinlich eher nicht wieder ändern. Weiß auch nicht, ob der damals überhaupt erlaubt war auf dem Server. Ich glaube halt auch nicht, aber kann mir auch relativ egal sein. Der Scaffold Walk, den habt ihr ja schon mal gesehen, den ziemlich schnellen. Der wurde gepatcht, aber es geht natürlich wieder einer, weil warum auch nicht, ne? Warum sortiere ich überhaupt noch meine Items? Brauchen wir eigentlich eh nicht. Ach ja, der Fucker ist ja auch noch neu. Der Fucker kann bis zu durch 12 Blöcken gehen. Es kann halt auch manchmal nicht der Fall sein. Warum ich auch immer gerade geflaggt wurde, als ich angefangen habe zu speeden. Töten wir den? Ja, komm, wir töten den einmal kurz. So, okay, so viel dazu. Dann scaffold walken wir uns da drum. Das ist schon wieder so ein bisschen schlecht für Nero, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, ob. Vielleicht muss ich einfach Sprint aushaben. Kann auch sein. So einfach mal Sprint aushaben. Ah ja, ohne Sprint. Und er speedet halt noch immer schnell ab. Ist schon nice so. Ja, gefällt mir eindeutig. Hat was so. Vor allen Dingen ist er einfach viel schneller als Legit, das sowieso. Schneller als Eagle ist auch ein Scaffold Walk ohne Speed, aber das ist auch noch mit Speed. Nur leider halt ohne Sprint so. Sonst wäre er halt genauso schnell wie der alte, denke ich mal. Wir ignorieren die unter uns jetzt einfach mal komplett, weil. Aber es gibt auch keine Block-Glitches. Na, ich finde das Scaffold Walk nice. Kann man so auf jeden Fall nichts gegen sagen. Und anstatt dass wir jetzt einfach mal fliegen, Scaffold walken wir dann einfach da hoch, weil geht ja auch relativ schnell so. Oh nein, da kommt sogar einer mit Knockback-Stick. Cool, Alter. So, machen wir mal kurz den Badfucker an. Ja, das waren mal eben so 6 oder 7 Blöcke und es hat funktioniert. Zwar nur durch einen Block durch, aber es wird es auch durch mehrere Blöcke schaffen. Das hat Nero mir schon gesagt. Er funktioniert zwar nicht immer, weil es fragt mich nicht, wie AAC das berechnet, aber manchmal schafft er es durch wirklich 6 Blöcke durch und dann manchmal halt nicht durch 3. Ich würde sogar sagen, dass er es wahrscheinlich besser durch weniger Blöcke schafft. Und what the fuck tust du da bitte? Ich meine, gut. Oh Junge. Der hätte mich halt einfach sogar noch holen können, hätte er mit dem Bowspam besser getroffen, aber hat er halt leider nicht so.
Och nein, der da unten macht diese Cancer-Taktik. Och nein. Oh Gott, nein. Wie kommen wir denn jetzt da runter? Ich weiß halt wirklich nicht, wie man da hinkommen soll. Kurz mal Freecam machen. Oder holen wir erstmal den letzten anderen so. Oh, der ist ja auch nicht bei Airbase. Oh, Junge. Wie kann man eigentlich so viel Cancer schon wieder im Leben haben? Vor allem, er kann dann einfach so einen Block unter unseren Füßen abbauen und dann sind wir tot. Also gewinnt er halt auch nicht mehr das Game, also bringt es ihm gar nichts. Aber ist cool auf jeden Fall. Oh Junge, ich hab nicht mal jetzt eine Spitzhacke. Ach, komm schon. Okay, wir holen den anderen eindeutig zuerst. Wünsche euch viel. So viel dazu. Da müssen wir uns wohl leider eine Spitzhacke holen. Ihr habt gesagt, dass ich keine Schnitte in der Zeit bringen soll, weil das nicht so zu dem Format passt. Also mache ich jetzt auch einfach mal keinen Schnitt. Auch wenn der Typ mir gerade den ultimativen Cancer gibt. Und mal gucken, wie lange ich ohne Autobahns spielen kann, weil ich ja schließlich Fucker und so weiter benutzt habe. Fucker sollte, denke ich mal, noch immer Autobahn, weil es halt verdammt viele Packets sendet. Aber ja, keine Ahnung. Mal gucken, ne? Ah, Junge. Das ist wirklich der größte Cancer, der in Minecraft existiert. Aber wirklich der allergrößte. Junge, ich weiß wirklich nicht, was ich hier mehr noch machen soll. Es gibt keine Blöcke, die ich erreichen kann, wo ich was hinbauen kann. Ach, wir sehen uns einmal gleich wieder, wenn ich irgendeine Lösung gefunden habe. So, wir haben jetzt endlich einen Fortschritt. Es ist zwar nicht wirklich besser, aber ja. Wunderschön. Tschüss, dummer Hurensohn. Ich hoffe wirklich, er verreckt an Krebs. Hat es sich wie gelohnt so? Der Zeitwaste von deinem Leben so? Ich hoffe mal, es hat sich für dich gelohnt. Ach ja, Minecraft-Kinder. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Außerdem hat mir Nero gerade noch gesagt, dass Inventory Move anscheinend auch bypasst. Testen wir jetzt einfach mal. Oh lol. Das hat's gebypassed. Ich move nochmal. Ja, das bypassed einfach wirklich. Okay. Nero ist krass, habe ich gehört. Meister AC bypasses im ganzen Shop. Denke schon, so. 6,5. Ja, 6,5. Wunderschön. Eine Enderperle, ja, haben wir. Dann gehen wir einfach mal in die Mitte, weil ich keine Lust habe zu verrecken. So, ist ja ziemlich simpel. Und können wir ja eh relativ schnell machen. So. Okay, noch ein bisschen weiter. So. Und. Ja, das sollte reichen. Ja, perfekt. Ich mache einfach mal keinen Chest-Sealer an, einfach weil es jetzt ein bisschen unnötig wäre. Aber die Rüstung gönnen wir uns eindeutig schön hier raus. So. Ja, die Schuhe nehmen wir da gleich auch noch raus. Ich lagge schon wieder wie Scheiße und ich weiß nicht warum, aber ja, ist auf jeden Fall nice. So. Wunderschön. Und dann gehen wir einfach. Ah ja, ich glaube, weil es gerade die ganzen Spieler hier rendert, weil ich ja in der Mitte bin und dann komplett jeden Spieler einfach auf der ganzen Map sehe. Dann gehen wir einfach mal. Also ich habe wirklich kein besseres Schwert bekommen. Ach, egal. Egal. Der braucht schon ein Schwert. Naja, wir kriegen eh da vorne ein Dia-Schwert direkt gleich. So passt das eh. So, Enderperle. Kurz ein bisschen höher bauen. Als ob ich. Nein, ich wurde eben nicht für Tower geflaggt. Ich wollte gerade schon sagen, nach zwei Blöcken hätte mich auch gewundert so. Kriegt man keinen Schaden mehr mit Enderperlen in Skywars? Oder war das noch nie so? Ich weiß es tatsächlich nicht. So. Hä? Ach, da vorne ist der. Der ist noch eine Insel weiter, okay. Dann gehen wir einfach mal kurz aufs Haus hier hoch. Und. So. Ach, Junge. Das ist schon wieder Cancer. Wie lange es braucht, dass ich zu einem Gegner komme. So. Endlich. Und jetzt geht da vor allen Dingen auch noch jemand anderes zu dem hin. Wir müssen uns einfach mal beeilen, dass wir trotzdem schneller sind.
Ja, okay. Das war gerade kurz ein bisschen fail so. Okay. Na, kurz meine Axt auch auspacken so. Du kassierst jetzt erstmal ein bisschen. Okay, ja, komm halt wieder in meine Sicht. Kann ich gut mit leben. Ach, Junge, okay. Ich brauche mir einfach mal kurz den Weg frei, bevor ich da weiterkämpfe, sonst kriege ich hier eindeutig zu viel Cancer. Tschüss, endlich. Kann auch mal irgendwann vorbei sein, wirklich. Oder das Schwert gönne ich mir auf jeden Fall. So ein schön enchantetes. Schmeckt doch immer ziemlich gut. So. Das war, glaube ich, schon das Enchantete. Ja, sehr schön. Sharpness 1, Knockback 1. Das schmeckt doch gut. So. Ja, wir gehen einfach zu dem da vorne weiter. In die Mitte habe ich jetzt nicht nochmal Lust, da so hinzugehen. Braucht mir dann doch ein bisschen zu lange. Wir haben auch wieder eine Enderperle, aber brauchen wir gerade ja eh nicht. So. Und vor allen Dingen wundert mich echt schon, dass ich noch nicht gebannt wurde. Einfach weil ich ja Facker und so weiter benutzt habe. Er checkt auch nicht, wo wir sind. Tragisch für ihn gelaufen, wenn er uns mit Lava ficken will, aber daraus leider so nichts wird heute. Junge, wie viele Hits der aushält. Schafft er es noch? Er hat es noch geschafft. Wow. Was ein Held. No Ironie. Oder so. Okay. Das habe ich tatsächlich auch so noch nicht gesehen. So ein Flag mit Lag zusammen. Ach komm, Junge. Irgendwann reicht's auch mal. Meinst du nicht? Also so wirklich. Einmal kurz Sprint ausmachen. Nur wird spaßig für dich. Kannst du dich drauf freuen? Junge, was? Okay, das könnte tatsächlich ein Problem werden, vor allem weil ich ihn einfach nicht mehr hätten kann. Okay. Junge, hat der einen Cancer? Junge, hat der einen Cancer? Junge, was ist denn los mit dir? Das ist ja. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, dass jemand so viel Krebs hat. Bin ich glücklich, dass der tot ist, ne? Ja, können wir anfangen? Ja, können wir. Sehr schön. Wir haben ja eh einen Kompass, bevor ich hier irgendwas falsch sage, so. Dann gehen wir einfach mal in die Richtung. Da liegen Sachen, aber liegt auch eine Enderperle, aber komm. Ist uns jetzt mal egal. Es sind eh nur noch 5 Spieler am Leben. Warum konnte ich hier gerade keinen Block platzieren? Das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Ach ja, wir machen hier keine Schnitte, also wird das jetzt einfach mal so weitergeführt. Tragischerweise habe ich halt keine Ahnung, wie lange ich schon einmal aufnehmen bin und vielleicht bin ich auch einfach schon über die Aufnahmezeit drüber. Wäre natürlich nicht so schön, aber mal gucken. Das sind aber wenigstens schon mal 2 Gegner. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Bauen das hier einfach ab dann. Wow. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet so. Scheint Marks Zäune nicht. Also der Scaffold Walk. So. Okay, der erste ist auch schon down, weil die gekämpft haben. Ein Kill weniger für uns, aber müssen wir jetzt da ja mit leben. Könntest du aufhören? Ah, er sieht mich kaum, alles in Ordnung. Ich dachte gerade schon, er wird sich weiter hochbauen. Hat er aber doch nicht gemacht. Warum kriegen wir eigentlich so wenig Fallschaden? Ah, ich glaube, wir haben einfach gute Schuhe. Na, ja, das wird's, denke ich mal, sein. Einfach mal heilen, weil brauchen wir auf jeden Fall gerade für ein Herz. So. Gibt's hier schon irgendwo einen Weg rüber? Wäre praktisch, weil müsste ich mich nicht mehr bauen. Aber wir haben eh einen guten Scaffold Walker, also von daher. So. Gefällt mir aber wirklich richtig gut, das Ambient Update. Es wird einfach immer mehr wie NCP. Wir haben einen Speed, der schneller als CP ist. Und die ganzen NCP-Module, die von AC gefixt wurden, gehen einfach wieder in Ambient. Es macht schon ziemlich Spaß, so würde ich behaupten. Jetzt fehlt nur noch wieder ein Flyby-Pass, wo ich sogar weiß, dass gerade einer in Arbeit ist. Zwar nicht vom Ambient-Macher, aber ich glaube, ein AC-Fly ist bald wieder möglich. Also, ist eine Einschätzung. Ich kann natürlich auch falsch liegen, ne? Oh, Inventory Tweaks hat was gemacht. Sehr schön.
hat uns so ein neues Glas aus unserem Inventar gegeben. So. Ja, wir bauen uns einfach mal weiter. Oh Junge, ich glaube, ich sollte wirklich einen Schnitt machen. Das ist nicht gut, was ich gerade mache. Die Folge wird viel zu lange, aber egal, egal. Ist alles in Ordnung. Oh Junge. Also wenn ich falle, dann habe ich schon leichte Panikattacken so. Das wird ein einfacher Kill. Aber ein richtig einfacher. Mäus. Was zur Hölle? Nein, Wasser fließt leider nicht schnell genug. Er wollte noch Hab schreiben. Tragisch. Ich guck mal, wie lange ich aufgenommen habe, aber wir sind, denke ich mal, eh schon bei 15 Minuten. Wie erwartet sind wir einfach schon bei 16 Minuten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.